Hallo Leute. Da hängt er wieder. Da, der graue Bär, weil ich ihn liebe. Heute wieder mit meinem schrägen Holz um den Hals. Ja. So, auf der Seite ist ein Dreieck. Triank.cracker.info. Triank.cracker.info. Auf der Seite ist der Hinkel mit zwei Flügeln. Der Hinkel mit zwei Flügeln. In der Hand ruht mir ein, wie soll ich sagen, Holzgravurscheibchen mit einer schwarzen Krone, ja, mit Elan. Und Spitzname I. Cäsar steht drauf. Die Musik, die ihr gehört habt, war Lord of the Rings, The Shire. Lord of the Rings, The Shire. S-H-I-R-E. Kann ich brauchen. Trauen der Stürmer. Habe ich spüren und gesehen. Ein Engel, der ist noch suizidal. Der will meine Engel vertreiben, die hier auf mich aufpassen. Jetzt stellt euch vor. Jetzt stellt euch vor, draußen ist ein Wind und ein Tohuwabohu, der noch suizidalen Winde und der stationierten Lebenswillenskraft auf. Denn im Kreis habe ich den Andreas schon wahrgenommen, er gibt auf mit dem Winden und sagt, das bewundert er so, wie Mann und Frau hier zusammenstehen, oder beziehungsweise Engel und ein gut oder verstehend vielleicht als Held durch die Kante schreitenden andere. Ja? So, das haben wir auch wieder bestanden. Wenn sie es jetzt nicht verschlechtern. Gott bewahre. Gewonnen. Rekrutiert ist ja wieder was anderes. Scheinbar. Gewonnen für mich, sich einzusetzen. Den Körper habe ich ja genehmigt bekommen aus Berlin, die Ewigkeit. Für diesen Körperart. Ich bin aber bei den Sterblichen wegen 5 Versprechen. Diese Luft, ja. Und Menschen, die da wegentwickeln wollten, habe ich gestoppt, habe ich gesagt, passt auf, Leute, ja, ich weiß, diese Demokratie und Republik und keine Verantwortlichen find's nicht und alle fressen sich satt und ist wohl wurscht, wie es dir geht. Wir hatten einmal ein Königtum und das ist ja nicht zeitgemäß, aber Bauplan.cracker.info versuchen wir zu leben. Vielleicht Bauplan.cracker.info. Ich gehe gleich zum Skript. Das ist der Schutz und die Schutzgarde. Ja? Diese suizidale Verluftung kommt, sage ich der Luft, nein. Ich denke für mich, Mensch, ich war doch mal der eine. Ich regiere eine Welt zur Not doch auch alleine. Oder ich regiere diese Welt zur Not alleine, falls keiner sich findet. Das sagt der Engel ganz baff. Was? Du, alleine. Und ich, nein, du machst bei mir mit, dann sind wir schon 2 und ich mach weiter. Dann sind wir 3. Und seitdem passt sie auf mir auf, dieser Engel. So weiblicher. Und den wollen sie angreifen jetzt scheinbar mit dem Unwetter. Jetzt das und den Andreas habe ich schon durch die Augen geschaut. Dieser lässt, unterlässt es dann, wenn das dieser Wind und Unwetter ist, weil er sie so bewundert und uns, den wie stationierten Lebenswillen hier vorfindet. Ja, gut, schauen wir in die Editor-Datei. Was hat sich getan? Bauplan, Cracker Info, mal schnell drüber fliegen.
Ich sage ja, es kann sich stabilisieren. Das ist einer der letzten, den ich jetzt wahrgenommen habe. Wieder. Also es gilt da die Farbe Schwarz mehr zur Einigung, der Bund Union United Unum Unidos Liga Verein anzustreben. Ein schönes Gedicht, noch ein schönes Lied. Wirtschaftsrallye sollte sich doch manifestieren. Habe ich durch fünf Andreasen von einem Riesenengel nicht mehr in Maissorte gespiegelt kriegt. Der schaut über einen wichtigen Vorort von Bayreuth und sieht fünf Andreasen wie in einem Etagenbau. Und alle müssen sich der Münze wieder hinterher bewegen. Es geht wieder los. Ja, die Stabilisierung beginnt übers Geld zwar. Dass ein wenig eine normative Kraft reinkommt. Wir können uns ja deentwickeln. Wir können ja in Gesichtsbindige uns entwickeln, das Essen überwinden, das Sterben überwinden, das zum Geiste hin entwickeln. Alles erlaubt. Im Tierreich, im Baum. Wir haben so viele Möglichkeiten. Entscheiden ist ja dein letztes Wort für dich selber. Mehrer als die meisten anderen Worte. Die Wirtschaftsrallye, ja. Wenn es um Geld geht, geht es um nichts anderes. Das ist schon mal der erste Punkt, das habe ich begriffen. Ich habe lange rum bei ohne Geld mit Mach. Ist auch sehr erlösend, ja, muss ich sagen. Komme ich aber nicht mehr rein bei manchen, weil da war ich so bekannt. Ist die Freiheit vom Geld, aber da komme ich nicht mehr so an. Das geht heute auch nicht mehr zusammen, also bleibe ich mit Geld. Und wenn es ums Geld geht, dann geht es um nichts anderes erst einmal. Und es passiert nichts anderes Schlimmes. Dann sage ich Wirtschaftsrallye auf Heller und Pfennig. So waren die harten Dimensionen gestrickt. Gekauft wie gesehen. Was ich kaufe, kaufe ich aus dem Anlasse, weil es so beschaffen ist und möchte nicht eigentlich ungefragt, dass sich eine Änderung ergibt. Die Schau muss weitergehen. Traurig, aber wahr. Wir müssen jetzt das verschwinden und versuchen, die Schau weiter zu bedeuten. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Die Wahrheit schwindet sich zum Geiste hin in Verschwiegenheit. Was Geld nicht kann, das Lied weitermachen, sich neu erfinden, das Gute behalten. Bei Meineid hieß ja mal Meineid. Main hieß ja mal Mainboard, heißt dieses Herz des Computers. Ich hoffe, das bleibt so, Leute. Das ist der Main. Und da gibt es das Lied Mainz.mp3 im Ordner Cracker Info. / Sendung / Mainz.mp3. Ihr werdet sagen, um Himmels Willen. Ja, aber hört euch Mainz.mp3 mal an. Das ist der Offenbarungseid. Wenn du jetzt raus bist aus der Wirtschaftsrallye als Offenbarungseidler, dann hast du immer noch deine Familie. Oder du müsstest irgendwann einmal Tische rausstellen beim Bürgerfest. Wenn es nötig ist, das so kumulierte sich das bisschen Arbeit, was man für den Offenbarungseid dann tat, um anteilhaftig zu sein, bleiben, weiter eben sich bemühen, mit der Gesellschaft zu gehen. Ja, das war Bauplan Cracker Info. Ich will euch eigentlich gar nicht weit auf der Zeittasche liegen. Entschuldigung. Wir können das ganze Skript hier noch durchscrollen. Ureinwohner, zauberhafte Musik habe ich drauf. Gesara, Nesara, ein Witz für Götter, der Beitrag haben, ist auch witzig. Ich habe eine Berechnung gemacht, das noch vielleicht. 500 Holzgravurscheiben habe ich verschenkt, das sind ungefähr 5.000 Euro.
60 plus Wanderstäbe habe ich verschenkt für einen 20er angesetzt. Das 5er angesetzt wären es 300 Euro. Aber ihr müsst also um die, also ich setze dann letztendlich so 8.000 Euro habe ich verschenkt in 4 Jahren. 8.000 Euro müsste ich ansetzen, weil es sind ja 1.000 Holzteile mittlerweile annähernd. Auf Holzwalle mit V. Cracker. Holzwalle mit V. Holzwalle.cracker.info. Das sind meine ganzen Holzteile. Wenn ihr die durchzählt, das sind wir schon um die 1.000. Es sind ja allein 5.000 angesetzt für einen 10er. Eine Holzgravurscheibe habe ich schon zweimal einen gekriegt. Ich verschenke die aber alle. Deswegen ist kein Geld im Spiel. Und die 8.000 Stück haben 2.000 Mann erreicht. 8.000 Euro haben 2.000 Mann gut erreicht. Ich habe dann noch ausgerechnet, auf 4 Jahre sind es 320 Mark, die ich im Monat erwirtschaftet und verschenkt habe. Ich habe mich hoffentlich dabei nicht vergessen. Ich hatte 1,2 Millionen Visits auf 10 Jahre. Ich liebe dich übrigens, mein Schatz, um mal auf die Spur zu bringen. Kurz jammern, die Berühmte unsichtbar und dumm sauber ist am Start. Ich mache dann immer so wegzeigen, wenn sie mich berühren taten. 1,2 Millionen Visits auf dem Blog, ja, das ist vielleicht schon was Schönes. Dann habe ich einen Beitrag über Adel, Kaisertitel, Landmann, Fürst, Herzog, Graf, Baron, Statthalter, Landmann, Ritter, Vogt, Gesinde, Bürger, Homo sapiens und Person. Ja, alles beim Heiligen Geist, bei Geist, bei Materie. Und dann einen von einem Philosophen angelegte Reihenfolge der Diskussionsanbahnung. Finde ich, ist ganz gut. Erstens Demut vor dem Herrn, sind alle gleich und im Heiligen Geist. Es gibt immer einen, der besser ist. Zweitens Respekt. Du nimmst es auch mal ernst, was die Leute sagen. Drittens zuhören können. Kann er sich überhaupt im Griff haben? Das kommt da manchmal raus. Viertens Wahrheit versuchen, wenn das Verletzliche die Zeit der Reife nicht braucht. Oder den Schutz der Lüge. Und dann fünftens, Humor darf dann zur Geltung vielleicht auch kommen bei Dualität im Kreise des Lebens. Ich habe da noch Lyrik zu der... Moment, Sekunde. Das ist der Vorführeffekt, Leute. Entschuldigung. Entschuldigung. Die biblischen Hintergründe des Klosterbesuches von mir. Müsst ihr schauen. Biblische Gründe Klosterbesuches. Biblische Gründe Klosterbesuches auf 3.cracker.info. 3.cracker.info. Hier ist natürlich von Lyrik zu sprechen, nicht bar nehmen. Ja? Ich komme gleich wieder. So, liebe Leute, jetzt war ich kurz mal weg. Und hab da was erledigen müssen. Also, ProLife, meiner ist das Programm. Comptekri ist mein Auftrag. Dann habe ich versucht, den Talpidae-Ordner zu gründen. Orden. Ist schon wieder nicht das Ideale, weil das Krafttier Maulwurf Talpidae, müsst ihr das suchen, Talpidae auf 3.cracker.info. Das Krafttier gibt es nicht her, in der Gesellschaft so richtig anzukommen. Das wird in der Öffentlichkeit nicht so toll wahrgenommen, ein Maulwurf zu sein, ja. Wir müssen da irgendwas finden. Ja, wir haben die Ameise genommen, das ging nicht.
in den Talbidal probiert. Ich will halt nicht den 15. den Hirsch, aber ich war Hirsch. Ich konnte da mit meiner Frau reden, als Mensch, als Hirsch. Der Hirsch wäre geil. Dieses südländische Löwe, ne? Südländisch, ne? Ja, dieser Drache ist auch nicht mehr aktuell. Das Wildschwein, ja. Das ist interessant. Auch der Eber. Tolles Tier, da. War ich auch schon. Ich war Birke. Ich war auch schon Geist, der ins UFO neu geschaut hat, mittlerweile. Ja. Also nehmen wir den Hirschen. Oder Wolf. Wolf? Wolf bin ich derzeit? Wo sage ich nicht? Habt bitte Gnade, ja? Dass sie mich so vielfältig haben. Wir können den Wolf nehmen. Oder Hirsch. Also ich sag dir was. Beides ist nicht ideal. Der Hirschtraum wird belegt von der Luft, weil er ich ist. Die Rehkitzen werden ihm weggeküpft, weil die Frau will nicht auf die Engerler im Tierreich schauen muss, im Walde. Der Sperber war ich auch, könnte ich auch machen. Das war kein leichtes Leben. Die Birke war nicht leicht. Die erschweren es natürlich auch dadurch, dass sie erfahren, das bin ich dann. Der Wolf, nicht in der Freibahn, ist es auch nicht, finde ich, würdig. Deswegen habe ich ja den nicht so richtig, wenn er in der Freibahn wohnt, da kenne ich mich nicht in der Freibahn. In Deutschland, Wolf, Freibahn, hallo. Nein, ich wünsche mir nicht im Osten tief darum zu heimsen, ja? Wünsche ich nicht, bitte, braucht man nicht. Aber den Maulwurf habe ich teleportiert an. Die haben mich anteleportiert. Das ist unser Gegenstand hier. Und ich habe denen ein Katzenauge gegeben. Wir haben rumteleportiert. Deswegen den Maulwurf mal in Ehren zu bringen. Ne? Ohne vier Wandgestern und Sonnenanbetung. Dachte ich den Talpidae. Da müssen wir uns noch was überlegen. Momentan ist da ja noch nicht viel vorhanden. So, 19. Minute, jetzt schaue ich noch mal rein, ob da was sehe. Wirtschaftsrallye an, müsst ihr noch suchen. Wirtschaftsrallye an. Und hier sind neun Möglichkeiten, Geld verdienen im Internet. Online-Kurse, Text generieren, Chat-Moderator, Videocutter, virtuelle Assistenz und so weiter. Und so weiter. Dann gibt es Platzregeln bei mir. Das ist nicht so laut sein und nicht alles andenken, habe ich aus dem Froschkommunikation. Erstens nicht so laut sein am Teich und zweitens nicht alles andenken. Das gilt bei mir hier auch. Und dann präsentiere ich noch Heldenkostüm Cracker Info und Wonnen. Kriegt Info. Heldenkostüm, Kriegt Info. Müsst ihr euch vorstellen, das Hemd ist von einer Vorinkarnation. Falls die BRD umgewanzt wird, steht der Mann mit Schwert wieder neben meinem Bett. Wunden wurden nicht versorgt, wie die BRD was hatte. Mit einem Schwert aus dem Mittelalter steht er neben dem Bett. Das gebrochene Bein hat keiner behandelt. Ich war im Bunker gelegen. Die BRD hatte was. Und da sagt der Mann mit Schwert, mit diesem Hemd, das ich das Heldenkostüm will, sagen.
Merkst dir, ich lasse dir dieses Hemd fürs nächste Leben da. Andreas, die BRD, die habt ihr, damit die Sachen funktionieren. Und nicht zum Umwamsen oder etwaiges. Dann habe ich wonnen.cracker.info. 600 Jahre weinte ein Ausländer in CZ und saß auf einer Treppe. Der in Tschechien, ein Ausländer, in Chep, Karlovy Vary, also in Eger oder Karlsbad. 600 Jahre! 600 Jahre! Und es ging um ein Qualholz, das die mir hier in die Wohnung geschmuggelt haben, mit Schwefel. Die wollten hier mir das Holz austreiben. Jetzt stellt euch vor, dem Holzwalle das Holz austreiben. Ich habe dann was drauf geschnitzt, so ein Holzgriffel, kriegt mein Großvater in die Hand und wird ihm gesagt, das sind ganz schwere Flüche auf dem Holz und er legt das weg. Ist nicht dieses. Hat jetzt Fragmente davon, seht ihr in der Seite, hat der Apotheker gekriegt. Das muss ich vielleicht dann noch modifizieren. Bisher aber nicht. Ich untersuche dann noch, was 600 Jahre zu weinen gilt. Große Ausländer sind sauer. Das sind ja immerhin 20 Generationen in der Zeit, wo was gescheitert scheint. Ja. Wie kann man noch... Ist noch Möbel, Holz und Lebewesen. Das ist doch was wow. Das ist doch wow, wow, wow. Ich bin für Holz. Und da habe ich ein Lied geschrieben. Das heißt, die Antwort auf Ich und mein Holz. Kennt ihr den Song? Ja. Da habe ich Holz Antwortlied gemacht. Heiliges Holz, da hören wir jetzt nein. Pass Ihr auf. Mich dessen mit Holz und wertschätzenden Liedern und Gedichten. Heiliges Holz MP3. Sag euch die Richtung. Im Ordner cracker.info Sendung. Urquelle Europas. Holz, Söhne des Waldes, des Waldes Festung. Muss ein bisschen leiser sein. Letzterer Gedanke, sagt hier ein Franke, wir die Väter aus innem Lande. Holz, Urquelle Europas, Holz, Söhne des Waldes Festung. Felsklarer Gedanke, sagt hier ein Franke, wir die Väter der ausgehenden Lande. Sag mal in der Schätzung, was ist die Gewichtung? Das Holz heiliger als deine Hinrichtung. Das direkt der Seelen vom Geist bis zum Bistum. Sag mal in der Schätzung, ein echter des Wertes. Materialist sagt dir fort, dich aber scher. Unwert der sagt, ist der Welt blank. Holz, das Heilige, das als Speer und Schicht für das Leben für über unendlich. Wollt ihr mal Echtes von Unechten unterscheiden, müsst ihr die Neider von Sparta beseitigen. Frankensteins bis Holzgravurscheibe sind die Retter der Dimension hier nur. Auch meines Lebens berichtet ein Engel, ist das Holz das Leben wert, als Geist es sich sieht verehrt. Ewige Gegenstände sind es für die Materien, es die Länder des Waldes, Festung der Söhne des Waldes. Woodlands Berichtigung sind Garantie für Lebenssicherung. Von vorne. Holz, Urquelle Europas, Holzsöhne des Waldes Festung. Felsklarer Gedanke, sagt dir ein Franke, wir sind die Väter der ausgehenden Länder. Holz, Urquelle Europas, Holzsöhne des Waldes Festung. Felsklarer Gedanke, sagt dir ein Franke, wir sind die Väter der ausgehenden Lande. Sag mal Umwertschätzung, was ist die Gewichtung? Das Holz heiliger als deine Hinrichtung. Das direkt der Seelen vom Geist bis zum Bistum. Sag mal Umwertschätzung, ein echter das Wert. Materialist sagt dir fort, dich scher. Unwert der Sage, bis zur Weltplan. Holz, das Heilige als Speer. Und Sicht für das Leben für über unendlich hier.
Sollt ihr mal Echtes von Unecht unterscheiden, müsst ihr die Neige und Spaßer beseitigen. Frankensteins bis holzgrabene Scheibe sind die Retter der Dimension. Hier nur auch meines Lebens berichtet, ein Engel ist das Holz, das wie Leben wert, als Geist es sich sieht verehrt. Ewige Gegenstände sind für die Materie Nest. Die Länder des Waldes, Festung der Söhne des Waldes, Woodlands, Berichtigung sind Garantie für lebenssicher Gott. Holzwalle am Turn. Holzwalle vom Tracker kommt in Form. Meine Holzgewerke zur Sicherung von 2000 Beziehungspunkten. Über 500 Holzgravurscheiben verteilt, über 30 Wanderstäbe, die Lucifer Gott haben finden lassen am Platze in Parol. Aktuelle Informationen auf proceed.tracker.info. Proceed.tracker.info. Haltet euch nie mehr schadhaft am Holz, denn es ist Lebensbericht und der Dolch. Für die Länder, die wollten uns vernichten und des Europas Waldes Urgrund und sind der Grund des Lebens für Geistesberichtigung. Der Grund des Lebens für, wie ich sage, Geistesberichtigung. Ich war Birke, meine Mutter hat einen Zauberstab daraus gewonnen. Ich bin jetzt auf ihrem Schreibtisch als ein Zauberstab. Mir haben sie ein nicht schönes Leben als Birke bereitet, mich unter Wasser getaucht in Pfützen mit dem Hauptstamm. War kein schönes Leben als Birke und dann werfen sie mir den ungefähr Doppeldaumen dicken, so langen Stab vor die Haustür. Ich, Holzwalle, will ich ja bekannt sein als Seed für die Öffentlichkeit, Ando für die Dame, Andreas mehr für den Herren. Beginne zu schnitzen. Irgendwas macht mich unsichtbar an. Das taugt doch nichts. Und es ist der Stab geworden auf stab.cracker.info mit einer Spirale als Gravur und Birke worden. Natürlich nur, Moment, ganz unten ist es fast, Moment, so ziemlich, haben wir gleich. Und zwar Anfang des zweiten Drittels. Mein zweiter Zauberstab auf stab.cracker.info suchen. Ein wenig krumm und gräbelig geschnitzt, weil der war schon ziemlich faul. Im Regen aufgefunden worden, gleich bearbeitet. Da habe ich fast wegen zu viel abgeschnitzt. Und dann die Stempel drauf. Und die Schrift SET steht ja drauf mit den drei weißen Meistern eruiert den Namen für mich und meinen Körper. SETH soll es dann werden, proseth.cracker.info mit verschiedenen Runen, Stempelchen und einem Krönchen in Schwarz. Da kam auch mal ein Ausländer, hat mir so einen Ring aus Holz zerbrochen, in einer anderen Dimension übercheckt, die Kraft auf meinen Knack gemacht und war der Ring zerbrochen. Und lauter so eine Dinger. Glücklich geht auch anders. Jetzt haben wir noch 15 Minuten. Etwas Text. Wisst ihr noch, BTX-Museum, als der Teufel, wie ich sage, aus dem Nichts erscheint und mich als 10-Jährigen fragt, Andreas, wäre das nicht was? Und ich dann, ja, ich wünsche es in jedem Haushalt dieser Welt, dass Bus, Bahn und Wetter, Aktien, abrufbar werden. Der Teufel sagt zu mir, das ist echt passiert, vor der Commerzbank, damals der Hypovereins, am Markt, wo der Galgen stand. Gott hab sie selig, Zeihungen, das war, nie wäre es vor, wenn es nicht anders geht, dann gehe ich auch gern selber. BTX-Museum, ja. Und dann waren 30.000 Menschen arbeitslos, wie es Internet mit anderen Protokollen kam, von der Telekom. Und jetzt müssen wir halt da weitermachen, dass die regionale Hierarchie nicht getestet wird, war dann die Bedingung des Teufels.
Hat er gesagt, ja, Internet. Aber der Regionalkönig, der darf nicht getestet sein, so sehr vom Internet. Sonst gibt es das wieder nicht. Im nächsten Leben vielleicht. Die Regionalordnung ist mein Vater, meine Mutter. Für mich und die Stadt. Ja. So, und da war Bus, Bahn, Aktien und schwupp war der Teufel wieder in der Luft verschwunden, nachdem wir das ausgehandelt haben. Und mittlerweile ruft mir einer von der Familie Teufel an und sagt, Andreas, aus einer Dimension, wo kein Internet war, wenn ich jetzt nur Fernsehen habe für die Zeiten, dann muss ich dich verhassen. Und da habe ich dann gesagt, Moment mal, Amerika, Profis, Internet, können wir nicht machen, was Spezielles. Und da komme ich gleich dazu für die Eingeweihten. Und zwar ein Internet, das läuft auch über verschiedene Möglichkeiten. Wo ist jetzt meine Holzgravurscheibe? Wieder. Sekunde, da habe ich noch eine. Also, die BTX-Leute waren arbeitslos, wir müssen da durch jetzt. Ja? Auch wenn sich das Leben in Hartz IV befindet und wir wenig Spaß haben, das baut sich jetzt langsam wieder auf und stabilisiert sich. Halten wir fest an der ewigen Philosophie. Ich sag dann noch für die Vergangenheit, die ja teilweise Anno-Tage bergen, Philotelex, Philo, Philo für Philosophie, Telex für Telef, BTX. Gewöhnlich, also wir unterscheiden zwischen doppelten Boden müssen wir machen für alles, zwei Doppelfunktionen, für die Arbeit tarnen und Spaß haben. Gewöhnliche und Einweihen profan und eingeweiht. Gewöhnliche wird verschwiegen. Magie, Telepathie, Zeitfragen wird verschwiegen. Eingeweihte bekommen bei Geist über Materie alles gesagt. Nochmals, getarnt, freuen, doppelter Boden. Wir philosophieren doch nur. Internet ist Unterhaltung und wenn das Fernsehen uns durchstrafft, müssen wir da mit uns bei dem Ritual 20 Uhr Nachrichten orientieren. Gesichertes Wissen. Es tut mir leid, Leute. Ja? Liberté, Fraternité, Egalité, Prinzip Integritas, Independent Agenda, die Weltreligionshauptstadt bei ihr, die ewige Philosophie. Runde muss übrigens ins Eckerte. Jede Religion um einen großen Tempel Israel für il.cracker.info. Ich habe eine Seite für Israel, il.cracker.info. Da gehe ich jetzt gleich mit euch hin. Ich war der Gelb- und Violetterschaffer, die Ziffer 1 und Buchstabe A, irgendwas legt sich bei mir im Munde um. Ich war Buchstabe A, bin auch Buchstabenkollege, habe hier ein Holzgestell und Ziffer 1 war ich. Ja, gut. Bei Lebenszweifelmusik, die mich dazu ermuntert, leben.cracker.info und mein Verlauf der Heilung, suizio.cracker.info mit Tonspur. Ich wiederhole, bei Lebenszweifel Musik, die mich dazu ermuntert, leben.cracker.info und mein Verlauf der Heilung auf suizio.cracker.info mit Tonspur der Analyse des Vortragens des Lebens, bis es wieder erträglich wird. Das darf mal 10 Jahre dauern, ist aber so geheilt. Ich habe es 13 Mal erspürt in anderen Körpern. Ja, so schnell mit einer anderen Seele, die in Aussicht steht, meistens. Ich liebe meine grauen Zugewandten und meine Follower, meine Lieblinge sowieso und die Familie und Verwandten, mal zu Gruße, den Nachbarn in meiner Heimatstadt, denn ich bin hier gut eingepflegt in St. Georgien, beim Georg. Am Heiligen.
So, na gut, das war's jetzt. Ach so, il.cracker.info wollte ich aufrufen, ja. Für Israel. Da ist ein Bruder, der irrt zwischen Palästinensern und israelischen Gebäuden umher. Verzweifelt in einer so einer Stimmung, räumt der Eimer Backstar und Zement umher für den neuen Tempelbau. Wie alleine, der ist mutig, wie ein Stück aller weit. Kein Bezahli traut sich dahin. Und er sagt sich jetzt, mich kann jederzeit der Gewaltausbruch der Palästinenser oder irgendein kranker Psycho erwischen. Aber es macht außer ihm ja keiner. Irrt er da auf einer Vorbereitungsbaustelle herum für die Weltreligionshauptstadt, die wir vorhaben, in Israel gehabt. Bei Trump, ne, ein schönes Vorhaben, wie ich finde. Der Nabel der Welt, ne, Israel, aber auch für mich ist Klein Mailand meine Heimatstadt. Klein Milano, meine Heimatstadt, Bavarutia. Wir schauen jetzt il.cracker.info und dann für die Heimatleute schaut mir auf Bayreuth High Society gewidmete Seite bhs.abendbrunn.de bhs.abendbrunn.de und einig.abendbrunn.de. Einig. All das ist Vergnügen. Doch wenn ich dann sage, die Franken, dieser wegen Herder Braun, die gehen auf Ziffer 6, .abendbrunn.de und das sind Marschmusiken für Franken. Hobbybilder, noch und nöcher. Steht auch 6 Ranken, F-Ranken, weil es der 6. Buchstabe ist, Franken, inoffizielle Hobbyseite. In Erinnerung, der Mon war mal der Fra, F-Ra, Ziffer 6, Rankende, war der Mon. Und die 6 Ra, Fra, Fra, hat gesagt, der Fra hat gesagt, das war damals einfacher. Warum? Ich habe jetzt, schau dann über Weiben. Ich muss halt immer Mon sagen. Wieso? Geht halt nicht so, wie ich will. Ich muss immer Mon sagen. Da war die Frau der Mon. Und das hat sich in Zeitgeschichte anders bewendet, dass dann der Mann, der Mon-Song, der Mann ist und der Frau meinende, dass er Mon-Song muss, die Frau jetzt meint mit Weiben. Meine Mannen! Bei meinen Weiben, wir haben noch 5 Minuten. Ich gehe jetzt gleich auf 6.abendbrunn.de und höre mir genüsslich die Marschmusik an, wie ich die Fahne schwenk und dann im Anschluss vielleicht il.cracker.info. Und ich entsinne mich immer an den Andreas in Israel, der zwischen Palästinensern und den Israeliten hin und her taumelt, sein Eimerchen dahin stellt, den Schlauch dann überzerrt, den Zement dahin trägt. Nicht, dass Kugeln um die Ohren fliegen, so ist die Stimmung dort. Aber er sich im Angesicht, ja, der Bedrohung bewusst und arbeitet für den neuen Tempel. Vielleicht ist er irgendwann, dass er steht, gern. In dem Sinne, auf ein Wort will ich jetzt durchackern. Das ist, wenn ihr eingibt bei youtube.com auf ein Wort. Da ist von DW Deutsch auf ein Wort Moral zum Beispiel der erste Treffer.
Und da ist, wie entsteht Moral, mit Michael Friedmann und Philosoph Markus Vilaschek über Moral. Und die will ich mir alle reintun. Ja? Drückt mir sinngemäß die Daumen. Noch 3 Minuten, was machen wir? Das passt genau ein Lied. Ich würde sagen, Frankenlied 2. Frankenlied 2, viel Spaß. Eine Welt der Franken liegen Welten der Gewalten. Eine Welt der Franken, dafür sollte man dem Herrn danken. Dimensionen nie entdeckt, bevor man fast die Welt hat weggelegt. Stehen die Franken auf ihrem Grunde, drehen sich die Räder der Welt gesund. Universum wird auch nur weiß kommuniziert, denn der Urgrund hat diese Welt eruiert. Eine Welt der Franken gegen Welten der Gewalt. Von Beringstraßen bis zu den Polen wird Fränkisch im UFO noch befohlen. Vom Club, dem Gebirge der heutigen Zeit, ist man ihm von Trübsal befreit. Dem Gesang und dem frankischen Wesen sollen Dimensionen und Welten genesen. Weltmeister immer finden, auch das erste Auto war ein Franke, was Porsche bis heute ausmachte. Ludwig Erhard gab der Welt die soziale Marktwirtschaft. Adidas und Puma dem Sport der zwei, ein Schuh bis heute läuft erste Plätze ein. Max Grundig führte gut jahrelang die ersten Radios in Europa ein. Andreas Flocken fand das Elektroauto wie Heinz Gerhäuser das MP3-Format. Lorenz Knapp macht uns als Bayern dann die Präambel vor der Verfassung. Wiener Würstchen bis Antibiotikum, Astronautik bis Straßenbeleuchtung. Von Schwyz bis zum ersten Reichspatent ist Franke, was der Erfinder sich nennt. Vom ersten Computer Suse Nürnberg bis zum Adler den Zug der Welten befehlt. Ist was hat der Franke auch eine der größten Franken. Für das Heil der Welt, unendlich sie sich wohl weiter dreht, ist was Franken hat der Urgrund, das wiegt der Welten gesorgt. Eine Welt der Franken liegen Welten der Gewalten. Eine Welt der Franken, dafür sollte man dem Herrn danken. Dimensionen nie entdeckt, bevor man die fasst, hat weggelegt. Welt der Franken. Welt der Franken, so jetzt der Countout. 15 Sekunden. Gehabt euch wohl. Weltherrlichkeit morgen, Glück finden über Bestätigung. Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen. 3, 2, 1, tschüss.